ஆமாம், நான் கெனி கேட்குறேன். திரும்ப இருக்க வீட்டுக்கு வந்தானே எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணுங்க. ஓகே பாய். Ja, das ist Ihre Anzeige, dass Sie einen Raum haben. Was will ich? Einen Raum vermieten. Wenn ich einen Zigarettenladen habe und neben mir stehen die Vietnamesen in Dreierreihen und verkaufen die illegal, dann gehe ich pleite. Meine Familie muss verhungern. Wenn ich Sie fragen darf, bitte. Wie hoch ist die Miete? Ich hab noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen dumm, nicht? Amma. Salam. Salam. Zum Wohl. Und hast du keine Kinder? Nein. Mein Mann, der hatte aus erster Ehe 2 Kinder und der hat gesagt, also. Kinder möchte er nicht mehr haben, die 2 reichen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, diese Leute haben hier nichts zu suchen. Die sollen nach Hause fahren und sollen dort schieben und ihren Mist machen. Ja.